Ganz schön provokanter Videotitel. Reicht jetzt auch mal langsam, oder? Nee. Wenn es hilft, auf solche Themen aufmerksam zu machen, dann nicht. Es geht heute um ein Thema, das vor allem Frauen und queere Personen betrifft. Nicht nur beim Laufen. Und es schränkt uns auch manchmal ein, uns draußen wohlzufühlen. Was könnte das sein und wie kann sowas passieren? Kennt ihr vielleicht folgendes Szenario? Ihr geht draußen laufen oder spazieren und es kommt euch eine Gruppe Männer entgegen, die Sätze wie folgende sagen. Ey, kannst du auch schneller laufen? Ey, Puppe. Lautes Hupen von Autos oder LKWs, pfeifende Geräusche und mein Favorit, hupende Transporter mit mehreren Männern und runtergelassenen Fenstern. Ist doch so ein richtiger Klassiker, oder? Und tatsächlich sind das sogar noch die harmlosen Sachen. Das ist dir noch nie passiert, dann hast du auf jeden Fall richtig viel Glück, dass du vor solchen Menschen verschont geblieben bist. An alle, die jetzt denken, leider ist das die Realität, wie schlimm ist das bitte, damit rechnen zu müssen, wenn man rausgeht. Und nein, wir sprechen nicht von Ländern, in denen Feminismus kein Thema ist. Das ist schon auch hier so. Bestimmte Orte zu meiden, sich unsicher zu fühlen, sich auch eventuell anders anzuziehen und ja, manchmal sogar richtig Angst zu haben. Jetzt denkt ihr euch, okay, aber warum anders anziehen? Ja, dazu kommen wir später nochmal. Vielleicht haben es mittlerweile auch schon viele von euch erraten, es geht um Catcalling. Aber was ist denn Catcalling überhaupt? Catcalling bezeichnet sexuell anzügliches Rufen, Reden, Pfeifen oder Gestikulieren gegenüber einer Person in der Öffentlichkeit. Es stellt eine Form verbaler sexualisierter Belästigung dar, für das schon ein Wort ausreichen kann. Den Täterinnen und Tätern geht es nicht um die respektvolle und wohlwollende Kontaktaufnahme mit einer fremden Person. Vielmehr werden Betroffene durch die aufgezwungene Interaktion belästigt, bloßgestellt und erniedrigt. Betroffene berichten auch über emotionale, psychische Belastung, ein Gefühl der Unsicherheit und oder die Schwäche des Selbstwertgefühls. Auch körperliche Symptome wie Muskelverspannungen, Atembeschwerden, Schwindel und Übelkeit können unmittelbare Folgen der Belästigung sein. Und jetzt mal zurück zum Thema anders anziehen. Vielleicht geht es auch einigen anders, aber bei mir kommt das Thema zum Beispiel im Sommer viel, viel öfter vor. Wenn es 30 Grad sind und man laufen geht, dann bin ich jetzt nicht die Person, die dann Schneeanzug trägt. Also das wäre mir jetzt neu. Aber warum tragen denn Personen beim Laufen im Sommer lange Hosen statt kurze Hosen, Longsleeves und T-Shirts statt Tops oder Crop-Tops? Naja, um Catcalling zu vermeiden, so gut es halt irgendwie geht. Klappen tut's nicht immer so wirklich, aber wir hoffen auf jeden Fall, dass es dadurch weniger wäre, als wenn wir die anderen Sachen tragen würden. Aber nicht nur, dass man mehr schwitzt durch die Sachen, die man trägt, man vermeidet zum Beispiel auch bestimmte Laufwege. Manchmal ganze Stadtviertel und Laufen im Dunkeln ist sowieso prinzipiell immer eher schwierig. Weil vielleicht, gerade wenn es dunkel ist, man nicht so viele Leute um sich hat, die einem eventuell helfen könnten, sollte aus dem Catcalling mal mehr werden. Sowas wie eine körperliche Belästigung statt nur verbal. Ja, diese Befürchtung ist irgendwie immer so ein bisschen da. Catcalling selber ist schon eine richtig nervige und auch schwierige, beängstigende Angelegenheit. Aber viel schlimmer ist halt, wie gesagt, die Angst, wenn man sich auch verbal dagegen wehren würde, dann halt wirklich ein körperlicher Übergriff stattfindet. Und deswegen versucht man, glaube ich, größtenteils einfach weiterzugehen und das Ganze irgendwie zu ignorieren. Wenn man dann in der Gesellschaft mit anderen Menschen darüber spricht, vor allem aber mit Männern, kommen oft Kommentare wie, ja, bei dem Outfit kann man sich ja auch nur verleiten lassen, sowas zu sagen. Stell dich doch nicht so an. Ja, mach doch einfach Kopfhörer rein, dann hörst du es gar nicht. Man kann ja auch woanders laufen, man muss ja nicht gerade da lang laufen. Du kannst doch auch drinnen auf dem Laufband laufen, es zwingt dich ja niemand rauszugehen. Das ist es. Jeder kauft sich einfach ein Laufband und dann ist es gelöst. Wir laufen einfach nur drin. Wenn Freunde diese Sätze zu euch sagen, dann solltet ihr auf jeden Fall mal die Freundschaft überdenken. Weil die laufen nämlich nicht draußen, sondern eher permanent gegen eine Wand. Und da muss ich sagen, die arme Wand. Wenn man einer Frau sagt, dass sie sich bei verbaler Belästigung draußen doch bitte nicht so anstellen soll, dann steckt die Person, glaube ich, irgendwie in einem antiken Zeitalter fest und rüttelt auch gerade mächtig am verbalen Ohrfeigenbaum. Sagt man das noch so? Vor allen Dingen, wenn man sich gerade in den Situationen draußen beim Laufen oder auch alleine gegenüber diesen Menschen nicht wehren kann, sollte man hier auf jeden Fall etwas sagen. Wenn man das einfach so stehen lässt, dann wird genau das vielleicht die Person, die das nächste Mal draußen auf der Straße eure Freundin oder euren Freund kommentiert. Naja, kommentiert ist irgendwie das falsche Wort, belästigt. Traut euch was zu sagen, auch wenn vielleicht mehrere in der Situation der gleichen Meinung sind und das runterspielen. Es ist so wichtig, etwas dagegen zu sagen. Tatsächlich ist das auch ein Grund, warum ich immer in der Eilenriede laufe, also in unserem Stadtwald. Da passiert das halt zum Glück nicht so häufig. Aber nicht jeder hat so einen Stadtwald. Zum Beispiel meide ich auch Hauptstraßen, so gut es geht. Irgendwie ist dann im Kopf immer direkt eine Blockade, dass es sein kann, dass man an einer Ampel mit mehreren Autos wartet und dann wünscht man sich irgendwie doch diesen imaginären Schneeanzug. Irgendwie vergehen auch dann die Sekunden immer wie Stunden, habe ich das Gefühl. Nächster Punkt, der mich vielleicht ein bisschen sauer macht, ist, dass das Ganze nicht mal strafbar ist. Naja, warum auch? Also, jetzt mal ehrlich. Das bisschen Hinterhergepfeife, stellt euch doch bitte mal nicht so an, ja? Wir haben wichtigere Fälle, wie zum Beispiel
Beamtenbeleidigung. Wenn man zum Beispiel einem Polizisten einen Mittelfinger zeigt, kann man bis zu 4000 Euro Strafe zahlen. Was eine Frechheit, dem sollte sofort nachgegangen werden. Und den körperlichen Übergriffen natürlich auch. Kann Catcalling nicht eine Ursache für körperliche Übergriffe sein? Das weiß ich schon. Und die große Frage ist, was kann man denn nun dagegen tun? Die Frage stellen wir uns irgendwie alle, wenn wir wieder nach Hause kommen oder der creepy Guy endlich weg ist. Die ernüchternde Antwort ist meistens ignorieren. Also man kann natürlich was sagen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass daraus dann eine körperliche Belästigung wird, ist natürlich auch nicht so klein. Man muss ja auch bedenken, die Leute, die einen so kommentieren auf der Straße, die haben ja eh schon, also denen geht's nicht so gut. Da sind halt so ein paar Dinge schiefgelaufen. Vielleicht sind die auch mal schiefgelaufen und hingefallen, vielleicht auch einmal zu oft, man weiß es nicht. Wenn genug Leute in eurer Umgebung sind, die einschreiten könnten, falls was passieren sollte, könnte man das Risiko eingehen, aber auch da kann man sich halt nie sicher sein, ob denn jemand helfen würde. Es ist halt wirklich traurig, aber die höchste Sicherheit besteht, wenn man das wirklich einfach ignoriert und weitergeht. Oder einfach ignorieren. Manchmal kann man ja auch gar nicht weggehen, wenn das zum Beispiel in der Bahn stattfindet. Lasst mich in den Kommentaren aber auch gerne mal wissen, wie ihr über die Sache denkt. Bei TikTok wird das Thema ja auch thematisiert und da gibt es so ein paar Sachen, die man machen kann, aber die Sachen, die man den Tätern dann entgegnen könnte, können wie gesagt auch motivierend wirken, weiterzumachen oder körperlich zu werden. Ich will auch nicht die ganze Zeit sagen, dass man nichts dagegen tun soll, aber man sollte sich diesem Risiko, dass daraus mehr entstehen kann, einfach immer bewusst sein. So, if a man catcalls you in the street, the only thing that you have to do to make him leave you alone, listen to me, ready? You give him a look like this, you turn, you bat your eyes. Hi, Georgie. Hi, Georgie. Wanna balloon? Thank you. Just a woman trying to walk down the fucking street. I love it. Can you please go away? I don't want to talk to you. You're a beautiful girl. Okay. Can you go away? You're from here, from here. What? You're from here, from here. I just want you to leave, okay? Just leave me alone. This is free space. Just go somewhere else, okay? This is... Just go. I'm asking you to leave or I will call the police, okay? I don't want to talk to you. I want to do something with you. Go away. I will call the police. Which way? I don't give a shit. I will call the police. Und bei diesem Video checkt der Mann links, glaube ich, so das erste Mal in seinem Leben, wie blöd es eigentlich ist, wenn einem Dinge hinterhergerufen werden. Work it, lads! You look amazing! Woo! Aber jetzt mal Real Talk. Wie peinlich ist es bitte, so eine Person zu sein? Dann wird aus dem Spruch hardest worker in the room ganz schnell cringest person in the room. Die Menschen, die einen kommentieren oder komische Dinge hinterherrufen, wirken so ein bisschen beängstigend, sehr, sehr cringe, aber irgendwie auch eklig. So wie der Eingang vom Hauptbahnhof. Es gibt mir irgendwie ähnliche Vibes. Klar ist es hier ein Laufaccount, aber Catcalling findet nicht nur beim Laufen statt, sondern in jeder möglichen Alltagssituation. Und wie gesagt, auch größtenteils bei Frauen und queeren Personen. Zum Beispiel machen wir uns ja, wenn wir Röcke tragen, viele Gedanken darüber, wie wir in der Bahn sitzen oder ob wir dann überhaupt sitzen. Irgendwie kommt es dann auch oft dazu, dass wir sagen, naja, es ist also ein bisschen zu aufwendig und das könnte wieder Blicke auf uns ziehen. Und dann lässt man es halt irgendwie komplett, nur damit wir diese ekligen Blicke vermeiden, die aufdringlicher und schlimmer manchmal gar nicht sein könnten. Aber auch da gibt es einen Trend, den ich eigentlich ganz witzig finde. And here we go. I hope you're hungry for nothing. Dann gibt es noch Positive Catcalling, das klingt irgendwie schon falsch. Und ich muss sagen, als ich das erste Mal das Video gesehen habe, oder Videos dieser Art, dachte ich, das wäre wirklich ein Scherz. Aber nee, manche Menschen feiern das. Und ich frage mich wirklich, warum. Mir geben diese Videos irgendwie nicht so ein gutes Gefühl. Und ich frage mich, wenn Frauen das in dem Video, die aufgenommen wurden, nicht so gut fanden, angebrüllt zu werden, ob die einfach rausgeschnitten wurden oder ob das wirklich alle gut fanden. Vielleicht bin ich auch die einzige Person, die das irgendwie komisch findet und der Rest findet es irgendwie okay oder akzeptabel. Was ich auch blöd finde, ist, dass die Sätze immer starten mit You look like. Klar, es ist jetzt nichts Negatives, was sie sagen. Das heißt ja auch Positive Catcalling. Aber macht es das zu etwas Positivem? Ich blende euch hier mal das Video ein, um das es geht. Damn, girl. You look like you respond to texts in a timely manner. Damn, sir. You look like you serve and protect. Damn, dog. You look like you always put the toilet seat down.
und auch so seltsam, dass ein Mann das Megafon in der Hand hat. Just saying. Natürlich weiß man auch, dass der Ersteller dieser Videos relativ bekannt ist und die Leute wissen natürlich, dass eine Kamera drauf gehalten wird und ja, wer möchte sich denn vor laufender Kamera darüber aufregen? Was ist aber auch mit den Frauen, die psychisch schon vorbelastet sind, die solche schlimmen Erfahrungen beim richtigen Catcalling jeden Tag machen? Die finden das bestimmt richtig toll und richtig witzig. Was aber damals noch schlimmer war, als ich das Video zum ersten Mal gesehen habe, ist, dass Gymshark das nachgestellt hat. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf, aber ja, es wurde nachgestellt von Gymshark. Und ich hatte es mal gespeichert und habe gestern den ganzen Tag mein Handy durchsucht, um das Video zu finden. Es war damals, glaube ich, eine Zusammenarbeit, weil die Leute, die in dem Video angesprochen wurden, die neue Kollektion getragen haben. Sowas in die Richtung. Girl, you look like you do abs while you stream on YouTube. Hey yo, you look like you gritty for your warm-up. Damn, girl. You look like your sweat smells good because you stay super hydrated and you have a really good diet. Hey yo, you look like you never get on TikTok during your workout. Da ist mir tatsächlich, als ich es gesehen habe, ein bisschen die Kinnlade runtergefallen und ich weiß doch genau, dass ich mich richtig darüber aufgeregt habe. Weiß ich jetzt nicht, wie Betroffene darüber denken. Das Video ist übrigens auch nicht mehr online. Was ich mich frage ist, warum löscht man den Content, der gut ankommt? Oder ist es vielleicht nicht gut angekommen? Nobody knows. Zum Schluss kann man sagen, es ist und bleibt ein sehr, sehr wichtiges Thema im Alltag. Täter aufzuklären, Menschen aufzuklären, damit sie gar nicht erst zu Tätern werden und Betroffene zu unterstützen. Dass, wenn man das mitbekommt, Betroffenen zu helfen, sofern es möglich und hilfreich ist. Der einzige Punkt, bei dem ich vielleicht einen Funken Mitleid mit den Tätern habe, es hat irgendwie nicht für einen zweistelligen IQ gereicht. Die haben halt einfach Pech beim Denken. Und das so oft, ja gut, irgendwie auch auf unsere Kosten, also Mitleid kann man das Ganze auch nicht nennen. Was machen die denn mit dem ganzen freien Platz im Kopf? Fragen will ich sie aber auch nicht, weil dann könnten sie sich ja belästigt fühlen. Naja gut, die sollen sich einfach nicht so anstellen.